habe ich noch mal was geholt von unten. Gucken, ob ich das wieder befestigen kann. Weil ich weiß, ich komme da unten nicht rein. Ne? Weiß gar nicht, wie ich das vorher gemacht habe. Mein Draht geht auch langsam zu Ende. Leider.
muss ich hier noch einen Nagel dran machen und dann muss ich das hier auch noch mal festmachen oder hier und dann glaube ich ist das fest. Jetzt möchte ich mal versuchen, ob ich die eine Tür dann da hinten auch noch mal anbringen kann. Vielleicht da noch eine, dann ist es da auch ein bisschen höher. Mal für morgen, inshallah. Das muss ich dann auch noch mal ein bisschen versuchen, da weiter ran. Ich habe auch kein Grat mehr, das ist auch noch das Problem. Muss ich mal kaufen morgen, vielleicht, inshallah. Mal nach hinten. Das muss ich morgen noch mal weiter optimieren. Dann bin ich da schon mal ein bisschen besser dran, weil da hochspringen, das glaube ich nicht. Also die haben ja keine Trittmöglichkeit dann, ne? Das ist das. Ohne Trittmöglichkeit glaube ich nicht, dass sie da hochspringen. Deswegen glaube ich, ist das mit den Türen schon mal ganz gut. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich die Tür auch hier anbringen will. Ich finde das natürlich nicht so hoch hier. So, gut. Haben wir alles wieder verbarrikadiert. Das sieht er ja nicht. Sieht höchstens die eine Tür da an der Ecke, aber das ist mir auch egal. Gut. Jetzt kann Pascha da auch nicht mehr rüber jumpen, das glaube ich nicht. Ja, alles dicht jetzt. Ne? Gut, dann muss ich nur noch da hinten weitermachen. Jetzt werde ich erstmal beten. Weil hier sind wir jetzt dann, denke ich, nochmal in den Pool. Bin schon wieder total nass geschwitzt. Und ja, vielleicht, ja, ich weiß nicht. Also jedenfalls denke ich mal, hier eine Tür hin. Daneben noch eine Tür. Vielleicht zwei Türen.
Vielleicht mache ich auch alle Türen daran, dass das komplett einmal da auch zu den Hühnern dicht ist. Dann können die da nämlich auch nicht hingucken. Da oben muss ich noch mal gucken, wie ich das noch mal ein bisschen besser ziehe, den Draht. Aber ich glaube, das ist okay so. Ja, so soll es sein. So. Und jetzt gehe ich im Moment rein. Und dann gucken wir weiter. Ich bin frisch aus dem Pool entkommen und habe geduscht. Jetzt werde ich das einmal wegräumen. Davon habe ich heute zwei getrunken, weil ich habe so viel Milch noch im Kühlschrank. Emmel hatte Milch gekauft, weil sie wahrscheinlich gedacht hat, ich trinke Milch. Tue ich aber gar nicht. Ich hatte noch welche im Kühlschrank, als sie gekommen ist, aus von meinen Experimenten bezüglich der Milchaufschäumung und so. Jetzt habe ich hier noch eine, aber sie hat noch eine gekauft. Und irgendwie muss ich die jetzt mal alle kriegen, obwohl die noch bis zum Dezember haltbar sind. Komischerweise. Aber ich dachte mir, ich trinke die jetzt einmal aus, dann ist das auch weg. Jetzt mache ich mir mein Essen warm. Ich habe gestern, hier die Hunde warten, ne? Normalerweise kriegen die ja dann Mama abends noch mal so ein bisschen was. Jetzt denken sie, toll, wir haben Hunger, die schlecken sich schon das Maul. Nein, heute gibt's nichts. Oder ein bisschen vielleicht, weil ich habe ein bisschen zu viel, das schaffe ich alles gar nicht. Genau, das werde ich mir jetzt einmal warm machen in der Mikro und dann ein bisschen Ketchup noch drüber, Mayonnaise. Ich habe ja hier gestern die Tomatensuppe mit reingemacht, aber ehrlicherweise habe ich da gar keinen Hunger drauf. Deswegen mache ich mir ein bisschen Ketchup und Mayo mit drauf und den Rest kriegen die Hundis. Ja, was kann ich sonst noch berichten? Ein Glück war der Nachbar nicht da, sonst hat er mich bestimmt wieder drauf angesprochen, was ich da wieder mache. Das sieht zwar jetzt mega hässlich aus, ich weiß, er hat ja auch recht, ne? Aber ich kann es nicht ändern. Wenn die Männer das nicht richtig machen, dann muss ich da halt so ein Kuddelmuddel machen. Also zumindest bis mein Mann wieder da ist, dann kann er das ja wieder hübsch machen. Inshallah. So, das werde ich jetzt einmal so warm machen. Ich glaube aber nicht, ich habe echt nicht so viel Hunger, ne? Aber ich tue das alles in die Mikrowelle. Und dann versuche ich mir mal irgendwie eine Serie zu organisieren, die mich interessiert, eine türkische. Die fangen ja bald alle an, die haben schon alle angekündigt. Auch unser Çukur-Typ fängt wieder an, der hat ja echt lange pausiert, der Hauptdarsteller von Çukur. Ich glaube 2 Jahre oder so hat der nichts gemacht. Und insofern bin ich mal sehr gespannt auf unsere Serienwelt, die uns jetzt bald erwischt. Jetzt muss ich mir was zu trinken machen. Ich habe mega Durst wieder natürlich und werde mich dann mit meinem Essen erstmal hinsetzen, weil man muss ja auch mal irgendwie dann irgendwo was essen. So, wo ist mein Glas hier? Habe ich alles nass gemacht, ne? Weil ich habe hier gestanden, ganz nass, nach dem Pool und habe erstmal meine Hundi-Videos eingestellt, damit ich so wenig wie möglich Videos nachher hochladen muss. Ich hatte ja erzählt, dass ich jetzt ganz viele Tiervideos erstmal vordrehen möchte. Ich habe aber nur 2 geschafft vorhin. Da habe ich mir gedacht, das wird nachher dunkel. Mach mal lieber den Zaun weiter. Und das hat mich jetzt echt wieder Stunden gekostet gefühlt. So, ein bisschen normales Wasser mache ich auch noch rein. Ich hatte hier nämlich heute Morgen stilles Wasser eingefüllt. Das habe ich schon kalt gestellt. Ein bisschen trinken und noch mal rein. Und dann ich wollte mir auch Joghurt mitbringen heute, aber das war mir echt zu schwer, ne? Konnte ich mich nicht zu überwinden. Das hätte ich auch kaum alles tragen können, glaube ich. Moment. Oh. Ich wollte auch noch die Kirschen kochen, habe ich auch nicht gemacht. Gucke ich mir gleich mal an, wie die aussehen. Oder mache ich morgen, ja. Keine Lust mehr. Ich bin echt kaputt jetzt wieder. Ketchup drauf. Ich weiß, es ist ungesund. Ich weiß. Was soll ich machen, ja. Ich habe jetzt auch keinen Hunger drauf, aber irgendwas muss ich ja jetzt essen. So. Und das werde ich jetzt einmal essen, mein Trinken und ihr geht wieder in die Pause.
Da, guck. Wartet mal, das ist so mega unordentlich hier, ne? Alles nass gemacht hier. Wieso liegt denn meine Zupfspange hier? Das muss ich gleich mal sauber machen, sonst fliege ich vielleicht noch auf die Nase. Jetzt guckt euch mal die beiden Schlinge an. Die warten da auf Futter. Schlafend. Bloß nicht verpassen, wenn die Tür aufgeht, ne? Ihr seid echt Schlingel. Meine Lieben, ich gehe jetzt gleich beten und dann ins Bett. Ich habe heute früh angefangen mit dem Schnitt meiner Videos. Es müsste so 9:30 sein. Ich bin fertig. Ich habe nur noch einen Teil. Den werde ich gleich schneiden. Ich gucke mir gerade, während ich schneide und während das Video dann immer rendert, gucke ich mir dann immer eine Serie an. Und die habe ich heute angefangen, beziehungsweise die hatte ich schon mal mit meinem Mann angefangen vor ein paar Monaten oder vor ein paar Wochen. Und zwar heißt die Sekisen Jigun. Der achte Tag heißt das übersetzt. Also Sekis heißt 8 und Gün heißt Tag, also der achte Tag. Die Serie ist ein bisschen undurchsichtig. Mir gefiel sie nicht am Anfang. Ich habe aufgehört, mein Mann auch. Moment, einmal wischen. Der hat ja auch nicht weiter geguckt. Aber ich habe jetzt mal... Also wir hatten sowieso fast bis zum Ende geguckt, so Mitte bis zum Ende hin. Dann bin ich, glaube ich, ins Bett. Er hat, glaube ich, weitergeguckt. Ich weiß es nicht. Ich habe dann die Serie, wie gesagt, wochenlang nicht mehr geguckt. Wann steht er? Vor 3 Monaten ist jetzt der zweite Teil veröffentlicht. Und der mutet gar nicht mal so schlecht an. Es sind natürlich auch einige Schauspieler dabei, die ich kenne. Das sind aber gut. Ich finde so unbekannte Schauspieler, wenn die irgendwo mitspielen, ne? Guckt man immer nicht so gerne. Die müssen sich immer erstmal beweisen, ne? Naja. Und da bin ich jetzt dabei, mir die anzugucken, die Serie. Aber wie gesagt, ich muss jetzt einmal noch diesen Vlog schneiden. Dann gucke ich nochmal so 5 Minuten, würde ich mal sagen, 10 Minuten. Und dann bin ich auch mit Sicherheit gleich, inshallah, beim Gebet und dann schlafen. Ich wollte ja eigentlich noch mein Zimmer machen mit der ganzen Wäsche und den ganzen Aufräumen. Ich glaube, ich habe da noch Lust zu. Mit Sicherheit nicht. Das heißt, morgen, Allah izin will, wird hier überall aufgeräumt. Vor allem die ganze Wäsche endlich einräumen. Ich werde auch meinen Kleiderschrank einmal aufräumen. Das mache ich als allererstes dann, inshallah. Mal auswischen und ein bisschen die ganzen Kleider hinhängen. Das werde ich alles gar nicht mitnehmen. Ich nehme, würde ich sagen, ein Kleid sich eh an und mal gucken, in welche Tasche ich das packe. Dann habe ich ja so ein tolles... so eine tolle Waage jetzt, dann kann ich meine Tasche wiegen, werde die 8 Kilo auch auslasten, sodass ich dann ja, das Hochzeitskleid auf jeden Fall, das habe ich euch noch gar nicht gezeigt, das muss ich auch noch machen, inshallah. Und dann ja, muss ich morgen gucken, ob ich die Tasche finde, das mache ich auch morgen, so Gott will. Und was soll ich noch sagen, nicht lügen, ja, aufräumen. Das ist aber auch an einem Tag jetzt erledigt. Und ich habe ja noch draußen am Nachmittag, werde ich dann nochmal zu den Hunden gehen und werde dann nochmal den Endspurt machen mit den Türen. Mal gucken. Das Problem ist, dass ich kein Draht mehr habe, aber ich glaube, ich kriege das noch hin. Ein bisschen habe ich noch. Die Türen lassen sich noch befestigen, glaube ich. Ja, so sieht's aus. Und nun würde ich mich verabschieden wollen. Ich habe nämlich wirklich zu gar nichts mehr Lust. Und deswegen... machen wir morgen weiter. Der Vlog ist auch lang genug. Ich habe 9 Teile wieder gedreht. Den müssen wir jetzt nicht noch ein bisschen länger machen. Das können wir dann morgen filmen. Okay, schlaft gut und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.